Ja, ein herzliches Willkommen, liebe Freunde der Klinge, bei einem neuen Video von mir. Und heute habe ich euch was ganz Spezielles mitgebracht, und nämlich die Alox 2024 Limited Edition von Victorinox. Also wenn du auch ein Sammler, Enthusiast oder einfach nur Messerliebhaber bist, dann bist du genau hier richtig auf meinem Kanal. Denn auf meinem Kanal zeige ich dir immer wieder interessante neue Taschenmesser, vorwiegend von Victorinox, aber natürlich auch hin und wieder andere Stücke. Also, vorweg eine Bitte von mir, da ja viele Leute von euch meinen Kanal noch nicht abonniert haben, und es wäre sehr, sehr wichtig, wenn ihr das tun würdet, gebt mir unten ein Abonnieren, das hilft mir natürlich weiter, damit meine Zuschauerzahl wächst und ihr natürlich auch dann Benachrichtigungen bekommt, solltet ihr auch die Glocke abonnieren. So, und jetzt lasst uns reinstarten in die neue Alox Limited Edition 2024. Wie ihr ja alle wisst, das ist mein Shop, einfach vorbeischauen. Und ja, ich habe heute, was erwartet euch in diesem Video? Also zuerst einmal, wir werden beginnen mit den drei Stücken, die dieses Jahr neu auf den Markt gekommen sind, was sie kosten werden, wie sie aussehen, was für Farbe sie, welche Farbe sie haben und ja, Pro, Kontras und so weiter, dass sie schneiden, wissen wir ja eh mittlerweile alle, also da braucht man sich bei Victorinox keine Sorgen machen. Was noch ganz wichtig ist, ich habe alles, was ich an braunen Messern gefunden habe, aus meiner Sammlung gesucht und werde das alles durchgehen mit euch und euch bei allen Messern einen Vergleich zeigen. Manche Messer werden ähnlicher sein, manche Messer werden weniger ähnlich sein. Also bleibt auf jeden Fall dran und schaut euch an, was ich euch heute zeigen werde. So, wie auch das letzte Jahr, naja, nicht ganz. Es hat schon eine kleine Änderung gegeben beim großen 130 mm Messer dieses Jahr. Also was haben wir hier? Wir haben wieder diese drei Varianten. Zum einen das Classic, das machen wir dann als erstes auf. Dann das Pioneer X. Und dieses Jahr neu das Evoke. Weil letztes Jahr war es ja das Hunter Pro. Das kann ich euch dann auch noch, so, ich muss kurz die Kamera richten. Ja, so, perfekt. Suche ich euch dann auch noch raus. Dann machen wir da auch noch einen kleinen Vergleich zwischen den beiden Stücken. Also machen wir mal das Hunter Pro und das Evoke weg und ziehen uns einmal das Classic rein. Die Schachteln haben sich nicht verändert dieses Jahr, die waren auch letztes Jahr so. Mit dieser Masche, mit dieser Manschette, na wie heißt das? Ich habe keine Ahnung da. Ja, wie immer gleich hinten der Name drauf und dann zusätzlich wie immer natürlich dieser kleine Zettel, einmal Englisch, einmal Deutsch. Ja, herzlichen Glückwunsch, Sie besitzen ein Exemplar der neuen Alox Limited Edition 2024. Ihr könnt jedes Jahr da gerne auf die Pause drücken und dann eben auch lesen. Insgesamt, also ich kenne die genauen Zahlen nicht, werden ja immer von den Alox Limited Edition circa, 10.000 bis 15.000 Stück hergestellt. Von den ersten gibt es ein bisschen weniger. Ich müsste mir das nur mal zu Gemüte führen. Ich habe leider keine Ahnung. Ich könnte da eher mal endlich einmal ein ganzes Video machen mit allen Alox Limited Editions von 2015 an, weil dieses Jahr haben wir ja die 10. Variante, oder? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 10. Und für das brauche ich die Finger. Ja, ein Wahnsinn. Also es wird nicht besser, wenn man über 30 ist. Also lasst uns reinstarten. Zuerst einmal das Classic. Ich hoffe, man sieht es mit der Kamera und mit dem Licht ordentlich. Ja, weil das kommt immer einmal schlechter, einmal weniger schlecht ran. Ich stelle da kurz einmal das Licht um auf ein eher kaltweißes, weil dann sieht man das wahrscheinlich besser. So, Moment, einmal kaltweiß und hier auch einmal kaltweiß. Ich weiß nicht, ob das jetzt viel Unterschied bei euch gemacht hat, bei mir macht es Unterschied. Und jetzt sieht man das besser. Moment mal, da muss ich nur selbst schauen, ob das jetzt wirklich so ist, weil da muss ich das True Tone ausstellen am iPhone. Ich hoffe, dass das Video jetzt nicht abbricht.
Ja, wie erwartet, hat das Video natürlich abgebrochen. Und jetzt schauen wir uns das miteinander an, dass das dann auch wirklich vom Licht her passt. So, ich schaue das im Moment auf dieser Seite her. Das ist jetzt warmweiß. Na, das passt auch nicht. Das ist so, ja, mittel. So mittel. Und das ist kaltweiß. Das passt. Ja, das ist eigentlich perfekt. Das kaltweiße passt eigentlich perfekt. Also genauso wie es jetzt aussieht, sieht es auch bei mir aus. Es geht ein bisschen ins Grünliche. Es ist jetzt nicht komplett braun, also Terra Braun nennt sich diese Farbe. Ja, Moment, steht eh da drauf. Die Alok-Schalen in Terra Braun. Ja, also Erdbraun. Also Erdbraun, Terra ist ja die Erde in vielen Sprachen. Ja, und ja, so kommt es auch jetzt hin am Bildschirm. Also muss ich echt sagen, nehmen wir es einmal raus. Das wundervolle Stück hinten wie auch die letzten Jahre, eh logisch, 2024 auf der Schale drauf. Das ist ja den Limited Alox vorbehalten, dass da die Jahreszahl draufkommen darf. Das Classic, ja, das werden die drei Stück sein, die in meine Sammlung kommen. Ich ziehe trotzdem die Handschuhe an, weil ich mal, schaut euch das an, wenn mir das Stativ umfällt, dann passiert das einmal ganz schnell, wieder einrichten. Ja, so schnell geht's. Aber ihr seht ja, ich bin ja sehr, sehr, wie sagt man da dazu? Na, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Also ich schneide das natürlich nicht raus, weil was bringt mir das? Ihr sollt ja auch meine Hoppalas miterleben. Weil, genau, auf dem Classic ist wie immer die kleine Klinge drauf. Dann auf derselben Seite noch die Pfeile für die Fingernägel und der Schraubenzieher und auf der anderen Seite die Säge, na, die Schere natürlich. Ja, eigentlich ein perfektes Teil für den Schlüsselbund. Ja, also mir gefällt, ich habe selbst ein Classic zurzeit wieder, na, eigentlich ein Manager, da habe ich ein Classic mit einem Kugelschreiber, ja, dass ich es rausbekomme. Das ist jetzt einmal das Classic, das lassen wir da jetzt einmal so liegen. Wieder alles zusammenfügen, dass ich euch das auch das zweite. Das hat wirklich einen sehr, sehr, also wenn man so in der kaltweißen, im kaltweißen Licht betrachtet, geht es leicht ins Grüne. Aber wie gesagt, ich muss das selbst nur mal da umstellen mit dem Licht. Geht es fast ins Grüne. Hier ist es schon braun. Bei warmweißem Licht ist es braun, ja, kaltweißes ist es derer braun und bei so Mitteldings geht es mehr in das Braune, aber das ist total faszinierend. Also so ist es braun, definitiv. Was sagt, so ist es eher grünlich und so ist es braun, oder? Also je nachdem, was für Seite, was angestrahlt wird, seht ihr das? Ja, das muss ich da ein bisschen, ist es eher grün und hier ist es eher braun. Also es ist sehr interessante Farbe. Wir werden das dann auch mit den verschiedenen Lichtverhältnissen dann weiter ausprobieren. Ich werde jetzt das Kaltweiße weiterlaufen lassen bei den anderen beiden. Also das zeige ich euch dann auch. So gefällt es mir eigentlich ganz gut. Also da muss... Ja, ich bin fasziniert. Also was für einen Unterschied das machen kann bei dieser Farbe. Also wirklich, da muss ich dann glaube ich auch noch ein dunkelgrünes raussuchen, also dunkelgrün, und dann auch noch grün dazu vergleichen, weil ich habe jetzt nur die braunen Messer rausgesucht und die in diese braune Richtung gehen. Sehr spannend, sehr spannend. Also dranbleiben bis zum Ende, ihr werdet viele extrem seltene Messer sehen. Also wirklich extrem seltene Messer. Ich habe alles rausgesucht, was sich nur so finden hat lassen. Ja, also ich war selbst verblüfft, wie viele braune Messer ich eigentlich habe. Unglaublich faszinierend. Also Alox-Messer. So, weiter geht's mit dem Pioneer X. Das Pioneer X, ich lege das da jetzt nochmal so rauf. Das Pioneer X ist ja eines der beliebtesten Modelle. Ja, also wirklich ein wunderschönes Messer. Ist ja 2016 rausgekommen. Und dann 2021 zur Alox Limited Edition gekommen. Dieses Jahr ist es also das 21, 22, 23, das vierte Messer der Alox Limited Edition, wo es eben das Pioneer ersetzt hat. Und dieses Jahr eben in Terra Braun. Also was haben wir hier? Das ist genau dasselbe Spiel wie mit dem, ja, also
das muss ich schon sagen, ich habe das noch nie rausgenommen. Es geht ein bisschen schwer raus. Ja. Und so, wieder zumachen, weil das ist dann auch wieder reinbekomme, weil es ist ja immer, die Schachtel ist ja auch immer wichtig für die Sammler. Das ist ja auch, ich bin ja auch selbst ja einer, ihr wisst es ja. Und so, hier haben wir das Terra Braun des Pioneer X. Ja, und ihr seht da jetzt auch schon wieder einen leichten Unterschied. Seht ihr das? Ganz, ganz leicht. Also je nach wie man es in die Kamera hält und je nachdem, in welche Richtung man das eben tut vom Licht her, ist es unterschiedlich. Mir gefällt die Farbe eigentlich sehr gut. Es ist halt immer so, dass ein Jahr dunkel, ein Jahr hell. Also mal schauen, was nächstes Jahr kommt. Letztes Jahr war es ja Electric Yellow, also wirklich ein knalliges Gelb. Und dieses Jahr ist es eben wieder ein matter Ton. Was mir bei so Messern auch gefallen würde, ist, wenn sie die Tools brunieren würden. Das wäre natürlich bei so einem Messer total geil. Ja, also schauen wir das Pioneer X kurz an. Wer das Pioneer X nicht kennt, das ist eine, hat eine große Klinge. Dann auf der anderen Seite eine Ahle. Ja, zum Reiben, Stechen, whatever. Also ich nutze sie oft zum Schnitzen. Dann ist eben auf dem Pioneer X auch noch eine. Ja, mit den Handschuhen ist es gar nicht so einfach. Eine Säge drauf. Keine Säge, eine Schere. Und dann eben noch der Dosenöffner und der Kapselheber. Ja. Und jetzt machen wir genau dasselbe Spiel wie mit dem Classic. Dass wir eben das mit dem Licht noch einmal probieren. Seht ihr, jetzt ist es wieder braun. Ist total faszinierend, oder? Und da wird es noch brauner. Ja, also es geht, aber ich finde, dass es auf der Kamera, also wenn ich da jetzt durch die Kamera durchschaue und auf das Messer schaue, geht es eher ins Grünbraunliche, auch jetzt, ja, auch mit diesem Licht, also eher in diese Richtung als dieses Braun. Ja, aber das schauen wir uns dann alles genau an. Für mich ist es eher grünbraun als wie braunbraun. Ja, weil ich zeige euch dann den Unterschied. Das dritte Messer dazu ist das Hunter Evoke. Ja, seht ihr, wie ich das schon in mir drinnen habe. Aber dazu hole ich jetzt auch kurz einmal das Hunter Pro vom letzten Jahr, das vergleichen wir jetzt gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. Ich habe leider das 2023er Hunter Pro nicht gefunden. Daher habe ich das 2022er hergenommen, damit wir eben diesen Unterschied auch haben. Ja, beim Evoke ist dann zusätzlich noch dieses Evoke, ja, User's Guide, also Bedienungsanleitung dabei. Und das war es eigentlich auch schon. Ja. Und das Evoke nehmen wir jetzt auch mal raus. So, das lege ich jetzt hier mal her. Weil beim Evoke ist dann auch noch zusätzlich unten drunter ein Lanyard in derselben Farbe dabei. Ja, ob man das jetzt nutzt oder nicht, sei dahingestellt. Ich nutze es nicht, mir ist es ziemlich wurscht. Aber es ist irgendwie dieselbe Farbe. In echt ist das ein bisschen heller und das ein bisschen dunkler. Muss man auch dazu sagen. Also, was gibt es beim... Der Unterschied von Evoke zu Hunter Pro ist eben der. So, zuerst schauen wir mal das Messer an. Ist auch ein sehr, sehr schönes Messer geworden. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch der Klingenstand passt bei diesem Teil eigentlich ziemlich. Ja, also es ist nicht immer so gegeben bei Victorinox, da tun sie sich manches Mal etwas schwer. Wie hinten wieder da 2024 drauf und das Evoke ist eben zu einem Einhandmesser geworden. Ja, ich habe relativ kleine Hände, daher tue ich mir da auch relativ schwer. Also es geht eigentlich gut auf. Ja, Klingenspiel hat das ganz leicht. Also ist jetzt nicht tragisch. Also absolut fast keines. Und ist eben ein Backlock. Ja, also man muss hinten reindrücken, damit die Klinge runtergeht. Unterschied zum... Dann haben wir die anderen beiden einmal weg, dass ich den auch nicht irgendwie beschädige. Unterschied zum Hunter Pro. Hier haben wir das Hunter Pro von 2022. Es hat sich nicht viel verändert, außer eben dieser Daumenpin. Ja, es ist zu einem Einhandmesser geworden.
Ja, das freut natürlich die deutsche Sammlergemeinschaft wundervoll. Hier hat sie eben dann auch das Victorinox-Logo verschoben. Man kann auch diesen Daumenpin rausnehmen, ob es dann 42a-konform ist, keine Ahnung. Ja, also falls da jemand etwas weiß, bitte in die Kommentare. Ich nehme an, dass es so ist, aber auf mich darf man sich da auch nicht verlassen. Also das ist natürlich dadurch, dass ich in Österreich bin, habe ich damit auch wenig zu tun. So, das war eben ein Standard-Zweihandmesser und das ist eben ein Einhandmesser geworden. Die schauen eigentlich ziemlich, sind eigentlich komplett gleich. Hunter Pro Evoque. Ja, also ja, macht meiner Meinung nach keinen Unterschied, nur dieser Pin ist eben anders. Ja, und dass die Hunter Pro eigentlich nicht mehr gibt, glaube ich. Bin ich mir jetzt eigentlich nicht sicher. Wenn ich nur ein paar Mal eigentlich sage, wird's kritisch. So, jetzt machen wir durch das 2022er wieder weg. Das war die letzte dunkle. Da können wir auch das Klingenspiel ansehen. Na, das passt auch. Also, da gibt es auch nichts. Also, das macht Victorinox schon sehr gut. Es sind sehr, sehr schöne Messer. Sie liegen gut in der Hand. Also, ich freue mich eigentlich immer, wenn es irgendwas Neues gibt, weil sie gehen leicht auf. Sie sind relativ leicht. Und sind eigentlich ordentliche Messer. Was mir an dem Evoque nicht so gefällt, ist der Anschliff. Ja, der könnte besser sein. Man hätte es auch weiter ausschleifen können und keine doppelte Phase drauf. Also schon auch doppelte Phase natürlich, wie bei jedem Messer kann man nicht ändern. Ja, da habe ich jetzt zum Beispiel auch mein CGRB. Da habe ich auch beide, aber da habe ich auch eine 2,5 mm Klinge ist es. Und die ist halt einfach weiter ausgeschliffen bis oben. Und da tut man sich halt dann doch sehr viel leichter, wenn man einen Apfel schneidet oder sonst irgendetwas. Das ist ein wirklich tolles Messer, also gefällt mir sehr, sehr gut. Habe ich jetzt die letzte Woche mitgehabt, gibt es jetzt dann auch bald mein Review auf meinem Kanal. Aber da geht es eben darum, dass man eben sagen muss, dass es mir besser gefallen hätte, wenn das weiter ausgeschliffen wäre, damit man da eben auch wirklich nicht diesen Spalteffekt hat. Den Spalteffekt kann man schon haben, keine Frage. Aber dann eben auch eine ordentliche Schärfe und Schneide für zum Beispiel einen Apfel. Ja, das, also für das ist dieses Teil einfach traumhafter, dieses CGRB. Und da habe ich auch noch viele andere Messer, die so sind. Ja, was mir da gerade auffällt, die Klingenspitze ist halt ja, auch semi-optimal, die ist nicht vorhanden. Ja, also das ist keine Spitze, das ist. Da ist nichts, das ist ja scharf. Sind sie alle mal? Können wir ja kurz probieren, ob das Evoque auch schneidet. Das nehme ich nämlich. Hoppala, sehe ich das an? Ja, aber das ist erst nicht der Stift. So, jetzt. Es schneidet. Also, man muss auch wieder ein bisschen schlecht, wenn ich zu gerade ansetze. Passt, oder? Was sagt ihr dazu? Ist das eine gute Schneide oder ist es keine gute Schneide? Das überlasse ich jetzt euch. Die meisten von euch werden es ja sammeln und sowieso in die Vitrine legen. So, und jetzt geht's weiter. Machen wir jetzt mal, jetzt legen wir es einmal alle da in die Mitte und dann drücke ich die drei Lichtfarben nochmal durch. Ja. Und dann muss ich nochmal gehen, damit ich auch wirklich die richtigen Farben von den Messern dazu bekomme. Weil so wie ich das jetzt sehe, passt das alles nicht in diesem kaltweißen Licht dazu. So. Ab, ab, ab. Weit auf ist es grün. Ich hoffe, ihr hört es mich ordentlich. Ja, also ich habe in letzter Zeit Probleme gehabt mit dem Ton. Deswegen habe ich meine Rode-Mikrofone dieses Mal nicht genommen und rede nur über das iPhone-Mikro. So. Modus. So. Das ist jetzt wieder so halb und das ist hell. Ja, man sieht es dann trotzdem noch immer. Es ist aber noch. In echt ist es dann, ja, sie schauen alle drei gleich aus. Also in echt ist es eher so. Ja, also das iPhone korrigiert dann natürlich auch. Und jetzt kommt es eher in diese Richtung hin. Weil, ja. Also es ist eher grün bei mir jetzt, so in diesem Braun, als wie sonst irgendetwas. So, und jetzt hole ich mir kurz einmal alles, was ich an grünen Sachen finde, damit das auch wirklich ein ordentlicher Vergleich wird. So.
und jetzt bin ich auch schon wieder da. Hat ein bisschen gedauert, weil es sind jetzt, ich muss einmal 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 14, 26, 28, 30 Messer geworden, die so mehr oder weniger da vielleicht zupassen könnten. Ja? Das wird jetzt nämlich ein sehr, sehr spannender Vergleich. Einige sind natürlich komplett weg von jeglicher Realität, die da auch nur annähernd dazugehören. Ja? Aber dass ihr das auch einmal ausschließen könnt, wie das eben aussieht. So, dafür werde ich jetzt aber das Evoke und das Classic wegtun, weil das wird schon wieder angekommen, das wird sonst einfach zu viel. Kamera schön einrichten. Ja, also das kommt einmal da oben hin, dass das einfach schön zu sehen ist. Ja, das wird sonst einfach zu viel. Es ist sau spannend, wie viele grüne Messer ich eigentlich habe und wie viele unterschiedlichen Töne da in den letzten Jahren zusammengekommen sind, wo ich teilweise nicht einmal weiß, woher die sind. Ja, also es ist faszinierend. Also, 2024 Messer, ja, so sieht es aus in Dings und das werden wir jetzt miteinander. Also ich beginne jetzt einfach einmal mit einem Standardgrün, das was es in die letzten Jahre ja oft gegeben hat, ja, das ist das Standardgrün, ist in echt ein bisschen heller vielleicht, jetzt ist es wieder ein bisschen braun, ist in echt ein bisschen heller, also das kommt einmal gar nicht in Frage, ist das The Sharp Knife Club Pharma X, da habe ich noch ein paar im Shop, also gerne vorbeischauen, wenn sowas interessiert. Also das ist, aber es ist trotzdem, es fällt in dieses Grün hinein. Das kommt einmal auf diese Seite. Ja, dann, also ich gehe da von dunkel in immer heller und dann komplett hell. Und dann machen wir das mit Braun auch nochmal. Ich habe da nämlich ein Messer gefunden, das ziemlich genau in diese Farbe hineinspielt, die da jetzt am Tisch liegt. Ein bisschen Nuancen sind da unterschiedlich, aber so viel ist es nicht. Ich habe vielleicht dann noch ein zweites, das vielleicht auch dazu passen könnte. Und das hole ich aber jetzt, weil nicht, dass ich das vergesse. Das hat sich leider als Flop herausgestellt, aber soll so sein. So, was kommt jetzt nach diesem Dunkelgrün? Gehen wir mal auf die ganz andere Seite. Das ist natürlich das Apokalypse Grün von Swiss Bianco, ist ein Bushcrafter mit Feilwerk. Das passt natürlich gar nicht dazu, ist ganz genau auf der anderen Seite. Also das passt damit genau gar nicht. Ja. Gut, dann fangen wir von der anderen Seite an. Hier habe ich ein SMS Pharma in Apfelgrün. Da seht ihr diesen Unterschied zwischen SMS und Swiss Bianco. Auch ein relativ großer, ist natürlich komplett fernab jeder Realität, das zu vergleichen. Aber es ist grün. Ja, so, nächstes Messer, so, ich muss mal schauen, da können wir von dieser Seite her gehen, aber das würde ich eher dann auf diese Seite geben, ist das Kelly Green von Swiss Bianco, ich glaube, da ist sogar Swiss Bianco auf der Klinge drauf, genau, passt natürlich auch gar nicht dazu, ja, würde ich aber, ich weiß nicht, dies eher hier, ja, nehmen wir es hier, ja, nehmen wir es hier, so. Mir wird der Platz zu wenig. Ja, ich kann aber noch ein bisschen rauszoomen. Ja, so seht ihr. Da muss ich natürlich ein paar Messerchen wegräumen. Ja, das ist einmal ganz wichtig, weil nicht, dass da zu viel am Tisch. Da hinten seht ihr auch schon ein braunes Messer. Wir machen dann auch den Farbvergleich mit den verschiedenen Farben. Also was kommt da jetzt? Also das würde ich eher an die ganz rechte Seite legen. Das ist aber eher auch, ja, ich weiß es nicht, Kelly Green hat Swiss Bianco genannt. Sei es, wie es sei. Dann gehen wir auf die andere Seite. Hier haben wir eben ein Safari, ein 111 mm. Das kommt eigentlich schon sehr ein bisschen hin. Also ist beides Oliv. Ja, aber das ist ein bisschen grüner als das und ein bisschen dunkler. Und es ist, ja. Aber ihr seht es dann alles, wenn ich das dann alles umschalte. Also das würde ich eher ein bisschen aus dunkler einordnen. Also es kommt eigentlich ziemlich hin. Also man sieht den Unterschied. Dann Olivgrün. Ich habe jetzt vier olivgrüne Messer vor mir liegen, die eben unterschiedlich sind.
Zwei sind von Swiss Bianco. Eines ist, glaube ich, von das ist, glaube ich, von einem, wer war das dazumals, 2013 oder 12 in Amerika? War das, na, das war einer von den Großen, war das DLT Trading? Oder wer hat, weiß das jemand weiß, von wann dieses Pharma ist? Es steht nämlich auch nichts auf der Klinge. Es ist ein olivgrünes Pharma, das definitiv aus Amerika gekommen ist. Irgendwann vor 2013 ist nicht gleich mit dem Olivgrün von Swiss Bianco von 2011, ja, weil da habe ich jetzt gleich ein Messer dazu. Ja, ich lege das da jetzt einmal unten her, da habe ich jetzt gleich ein Messer dazu, ich lege das Olivgrün, weil das ist das Pharma von Swiss Bianco. Ja, das kommt schon ein bisschen hin, das ist halt bräunlicher und das ist eben wirkliches Olivgrün. Aber hier haben wir eben dann diese Nuancenunterschied. Seht ihr das? Seht ihr das? Das ist leicht dunkler als wie das Olivgrüne von Swiss Bianco. Rostet der? Nein, dieser Feuerstahl. Das ist leicht unterschiedlich. Da habe ich natürlich jetzt auch noch ein Bushcraft rausgesucht. Das ist aus derselben Serie. Da seht ihr, wie der Unterschied eigentlich wenig vorhanden ist. Deswegen, ich lege jetzt das Bushcraft daher, im Gegensatz zu dem Pharma mit Feuerstahl. So, eine Nuance grüner, also olivgrüner, ist das Pioneer von 2017. Das ist auch eine sehr, sehr schöne und sehr, sehr beliebte Farbe. Da muss man schon sagen. Also, mir gefällt das wahnsinnig gut. Aber ist eben dann diesen Swiss Bianco näher als wie dem 2024er Terra Braun. So. Aber ist auch, fällt auch schon in diese Richtung, ist von der Farbe her an sich wirklich auch wunderschön. Also muss ich schon sagen, also traumhaft, ja, aber es fällt eben dann auch komplett raus, weil es eben nicht so grün ist, ja. Aber jetzt wird es spannend. Ihr seht ja das, seht ihr diesen Unterschied da jetzt? Von dem Swiss Bianco auf das 2017er, ja. Und dann haben wir aber dann trotzdem noch auch dieses Grüne, ja. Sehr spannend, oder? Von der Helligkeit der Farben her, wie es das so ein bisschen fällt in das Dunklere. Ja, weil das macht schon Spaß. Weil dann gibt es natürlich noch das noch Dunklere. Da sieht man es eigentlich ganz schön, auch wenn es hinten ein bisschen verschwommen ist. Wie das dann eben so abflacht, da passt gar keines dazu. Ja, machen wir das so. Das ist eigentlich das Dunkelste, das ist das Hellste. Das ist das Mittel und das ist komplett dunkel. Und da haben wir natürlich der Sharp Knife Club Pharma X. Aber jetzt wird es spannend. Das kann ich auch da drauflegen, aber das passt ja nicht. Das ist eh das da. Jetzt wird es spannend. Ja. Zuerst muss ich noch ein anderes eliminieren. Das ist das Edelweiß. Das ist ja, das passt irgendwo da so dazwischen. Was sagt ihr da dazu? Eher da. Ja, ich weiß es jetzt nicht, wo das dazu passen könnte. Ja, aber ist auch eine ganz andere Farbe. Also, ja, so diese, weiß nicht, ja, nein, legen wir zwischen das Kelly Green und das SMS Apfelgrün. Na, das gehört nicht da hinein. Das gehört so her, gehört das so her? Ich weiß es nicht, Leute. Oder gehört es eher, gehört das so in das dunklere, knallige? So passt es jetzt, oder? So haut es hin. Ja, ist ein Mix zwischen diesen und das Gelb, das ist faszinierend, ja, was da für Abstufungen gibt in diesen Farben. Aber jetzt kommen zwei Messer, die haben mich wirklich begeistert. Und jetzt ziehen wir das da alles einmal raus. Die kommen nämlich ziemlich gleich dieser Farbe, nicht zu 100%, aber, und da ist eben dieses, da kommt eben, ja, siehst du, es ist wieder ein bisschen braun. Es ist so faszinierend, ja. Also es ist so faszinierend. Für mich ist es mehr grün als braun. Ja, also es ist faszinierend. Ja, das SAK UK Alox 20, keine Ahnung. Also SAK Alox UK. Das hat ja zwei verschiedene, einen Tarn. Eine Tarnrückseite und eine olive Vorderseite. Das passt auch da hier nirgendwo dazu. Ja?
hat auch die, geht ein bisschen in diese Richtung, ist aber dann, also in echt, also jetzt einmal abgesehen von der, die muss ich mal die eine Seite umstellen, na, das schauen wir uns dann an, so unter kaltweißem Licht schaut es in der Kamera anders aus, als wie in echt, das muss ich schon sagen, also faszinierend, ja. Das ist ein Olivton, der eigentlich hier dazwischen hineingehört, ja, aber dem jetzt am nähersten kommt. Und jetzt habe ich noch ein interessantes Messer, das wo ich wirklich sagen muss, ich hoffe, dass es auf der Kamera genauso aussieht wie in echt. Das ist ein altes Swiss Bianco Pharma, ja, mit Old Cross, mit einem großen V noch auf der Klinge. Und eben dann auch einen Clip. Also Swiss Bianco hat da durchgebohrt durch die Schalen, das eloxiert und Victorinox hat es zusammengebaut. Und das ist echt die größte Ähnlichkeit, die ich feststellen konnte. Es passt natürlich nicht ganz genau, aber es kommt dem sehr, 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 sehr nahe. Ja? Und jetzt habe ich dann noch drei andere Messer, die ich euch jetzt auch gern noch zeigen würde. Da muss ich aber die Handschuhe ausziehen. Das ist zum einen das Lime Twist Classic. Das passt aber ja auch gar nicht dazu. Seht ihr das? Das ist eher mehr Electric Yellow als sonst was. Also das ist eher hier auf dieser Seite zu finden. Dann haben wir nur das Smashed Avocado, also Avocado. Das ist aber ein Classic. Das ist eher Apokalypse Grün. Das passt eher hier dazu. Ja, also auch nichts. Und dann habe ich eben hier noch das Green Tea von diesen durchsichtigen Schalen. Das ist auch mehr so ein Apokalypsgrün, so in diese Richtung. Also hat eben mehr zu tun auf dieser Seite. Also am nähersten kommt eigentlich das Swiss Bianco Old Cross mit Splash dieser Farbe. Und jetzt drehe ich einmal das Licht um, dass man mal dieses ganze große Ganze sieht. So. Hopp, jetzt habe ich es abgedreht. Das war, aber kann man ja mal abdrehen auch. Da sieht man, da glaubt man wieder, es ist braun, oder? Ja, also in meinem dunklen Kämmerchen. Da ist auch das in der Mitte grün, grau und total unterschiedlich, wie die Farben dann wirken. Ja. So. Jetzt ist es wieder braun. Da sieht man eben, ja, seht ihr da irgendwie einen. Ja, da ist es dann wieder. Aber es ist am nähersten von diesem Swiss Bianco. Und so kommt es am besten raus. Also es korrigiert zwar etwas nach, aber es ist dann doch ein grünes Messer. Also ein grün-braunes Messer. Und das ist ja auch gewollt. Ja, Terrabraun. Also eine Farbe, die es so noch nicht gab. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Also das, ja, es ist wieder. Ich muss da jetzt ein anderes Licht, ich muss da schauen, vielleicht bringe ich das zusammen, auch mit der Taschenlampe, dass ich das richtig beleuchte. So, es ist gar nicht so einfach da mit meiner Taschenlampe. In echt schaut es, also ist abgedreht. So ist eben so. Ja, so muss ich schon sagen, schaut es in echt, auf der Kamera schaut es in echt so aus. Ja, nein, es ist noch immer braun, es ist faszinierend, oder? In echt schaut es ja so aus, es ist grau, das ist heller, es ist total faszinierend. Also, es ist total faszinierend. So, jetzt muss ich kurz einen Stopp machen, weil ich habe was zu erledigen. So. So kleine Unterbrechungen tun ja gut. Und jetzt geht es weiter mit den braunen Messern. Das wird genauso eine lange Geschichte, wie das jetzt war. Die müssen wir, zuerst einmal muss ich die jetzt einmal die Messer wieder wegräumen. Also diese hellen Stücke, die haben ja genau gar nicht gepasst. Ja, es ist so, wie es ist. Man kann es eh nicht ändern. Also irgendwie hätte mir gefreut, wenn ich ein Messer gefunden hätte, das genau denselben Grün- oder Braunton hat. Aber das macht es ja auch schön, weil im Endeffekt gab es diese Farbe dann noch nie. Und ja, also wirklich eine komplett neue Farbe. So, damit das nicht so lange dauert, werde ich das nur mal kurz abbrechen und dann, wenn alle weg sind, weitermachen. So, alle Messer weg. Eins vorweg,
jetzt, weil viele ja gefragt haben, ob das irgendwas zu tun hat mit der Limited Edition 2020. Also Leute, das hat überhaupt nicht einmal annähernd. Also nicht einmal annähernd kommt diese Farbe hin, weil das ist eher pink oder whatever, als wie dieses grün-braun. Jetzt rede ich schon wieder ab. Ja, also das hat da nicht einmal, wenn ich die Farben umstelle. Weil, ja, deswegen können wir das einmal gleich eliminieren. Nur damit ich das auch abgearbeitet habe. Ja, also das 2020 Limited Edition, der Mast ist es einmal nicht. So, mit was beginnen wir jetzt bei den Farben Braun? Eines vorweg, das SMS Braun habe ich nicht. Das sind Serien, die komplett an mir vorbei, spurlos vorbeigegangen sind, muss ich schon sagen. Beginnen wir mal mit einem komplett unusual Knife, also mit einem komplett, ja, von jeder Seite. Das ist ein DC Mikata, also Daily Customs Mikata. Falls jemand noch Daily Customs Schalen sucht, ja, da werde ich jetzt in nächster Zeit wahrscheinlich welche bei mir in den Shop stellen. Da habe ich vor einigen Zeit einige gekauft. Das habe ich getauscht, weil es mir irgendwie gefallen hat. Und so zum Vergleich ist ja auch nie schlecht. Seht ihr, ja, kommt einmal gar nicht hin. Ja, also ist braun, aber nicht jetzt so hardcore. So, dann beginnen wir das einfach einmal von der komplett anderen Seite. Hier haben wir eben von Swiss Bianco ein Sunset Orange Cadet. Ja, also da sieht man auch, dass dazumals die Alloxierung nicht so perfekt war wie heute. Weil heute gibt es sowas nicht mehr, dass diese Dinger so abgeschlagen sind da hinten. Das kommt vom Schlüsselring, deswegen habe ich sie auch runter. Dann habe ich, das hat, ja, sieht man auch gleich, das hat nichts miteinander zu tun. Dann, was muss man da schauen, ob ich da vielleicht ein bisschen, da, das ist das Licht wieder, so, dass ich das Licht besser herbekomme. Habe ich gerade vorher ein bisschen verrückt, ja. So, das auch, perfekt. Dann habe ich natürlich hier das Cognac Cadet, das Cognac Cadet. Ja, passt auch nicht dazu, ist, ja. Das ist sehr, sehr, sehr abwegig, muss man schon sagen. Aber ich hole das 2020er Limited Edition dann nochmals hervor. So, und jetzt kommen wir eher in die braune Richtung, weil da hat es vor einigen Jahren, das ist genau dasselbe Hersteller, also nicht dasselbe Hersteller, dasselbe Shop, wie dieses olivgrüne Pharma, das ich vorher in der Hand hatte. Also, falls jemand weiß, woher die kommen, bitte sagt es mir das, ich habe leider überhaupt keine Ahnung. Und hier sind wir ja eigentlich mehr bei Kupfer, als wie bei sonst irgendetwas. Und da fällt mir natürlich auch noch einmal kurz dieses Damast 2020 ein, weil hier passt das Kupfer eigentlich sehr gut dazu. Man sieht diesen Unterschied. Da wollen wir herholen. Das ist ein bisschen ähnlich. Das ist orangiger, das ist mehr pinker, whatever. Ja, also Kupfer. Kupfer hat es ja ganz wenige Messer gegeben, da hat es einmal 2009 ein Stück gegeben mit CU hinten drauf und eben diese Variante. Dann hat es natürlich auch noch Copper gegeben von Swiss Bianco. Ja. Das Copper mit rotem Schild und da eben keinem weißen, das ist ein was war das? Ein Cadet Plus, genau, ist eben auch Kupfer. Aber hat nichts mit diesem Braun zu tun, aber ist ja auch ein eher bräunlicher Ton. So, dann möchte ich weitermachen mit einem hellen Braunton, der da dazu passen könnte. Ja, aber seht ihr, das tut es ja auch nicht. Aber das wird bei den Farben, bei den unterschiedlichen Farben dann interessant. Das ist das Swiss Carb von, keine Ahnung wann das war, da sind sogar noch Nummern drauf, das ist die 92 von 100. Da ist ein Karpfen drauf und eben braun. Da gibt es zusätzlich noch auch ein Pendant dazu, ein gleiches Stück, das eben, das sind die Schalen nur so hinten und vorne verdreht. Braun hat aber auch nichts damit zu tun, also da sind wir eher, ja, ihr seht das gleich. Dann hat Swiss Bianco 2014 oder 15 ein Braun machen hat lassen, das ist Chocolate Brown hat er das genannt. Da habe ich beim Aufmachen der Verpackung, wie ich das erhalten habe,
da mit einem Messer drüber geschnitten. Seitdem ist da dieser Kratzer drauf und hier auch. Und ja, nicht so schön. Was soll ich tun? Ist eben von Swiss Bianco. Sieht man auch an der Dings, an der Klinge. So, aber ist braun. Man sieht den Unterschied auch, dass dieses Chocolate Braun dunkler ist als wie dieses Swiss Carb Braun. Ich habe aber noch andere Brauntöne. Also das kommt eher in diese Richtung. So, dann lege ich aber das dazu. Also das ist heller. So, dann tue ich das eine Swiss Carb einmal weg. Dann hat es irgendwann einmal von Victorinox solche irgendwas gegeben. Ich habe keine Ahnung, was das eigentlich ist. Ist auch braun, habe ich herausgesucht. Ist das ein Klassikmodell, aber eben viereckig. Falls mir jemand sagen kann, was das eigentlich ist, bin ich für jeden Tipp offen. Das wäre super. Kommt da eben so in diese Braunrichtung, sieht man dann auch, dass es eher mehr so Chocolate oder Swiss Bianco, also Swiss Carb Braun ist. Aber eben, ja, da ist das grün, Leute. Das ist grün und nichts anderes. Dann hat es vor einiger Zeit, ich glaube, das war HF, einen goldbraunen Farmer gegeben. 2016, 29 von 100. Ich glaube, HF war, nein, Edelweiß war das. Ist ein Farmer. Gold und braun auf einer Seite, aber man sieht es, ja, das ist irgendwie so zwischen diesem Swiss Carb und diesem Chocolate Braun von Swiss Bianco. Und hier haben wir natürlich komplett dunkelbraun. Und dann hat das noch ein, das ist glaube ich auch von HF, noch ein B-Color Pharma gegeben. Aber das ist eben wirklich das dunkelbraun, würde ich jetzt sagen. Ja, das ist auch HF. Habe ich auch die 29 von 100. Aber das ist wirklich das dunkles Braun. Seht ihr das? Also das ist eher mehr so auf diesen Mikata-Style als sonst was. So. Und jetzt gehen wir zu den Standardmodellen, die es zurzeit im Handel gibt. Über, ich glaube ja eher, dass da irgendwas dazu passen könnte. Ja, nehmen wir mal das Chocolate Fudge von in durchsichtig. Na, es kommt auch nicht in diese Richtung. Hört ihr das? Das ist zwar braun, aber hat eher mehr so in diese Richtung ein Braun. Also das passt eher mehr auf diese Farben. Ja, aber nicht, passt gar nicht dazu. Also ist eher braun. So, was habe ich dann noch hier? Das Wet Sand, das glaube ich könnte ganz gut hinhauen. Je nach, na, geh bitte. Aber überhaupt nicht. Das schaut ja nicht einmal so aus wie auf der Schachtel, oder? Das ist ja mehr Kupfer als sonst was. Das ist Kupfer, ja? Das hat nichts mit nassem Sand zu tun und vor allem nichts mit Terrabraun. Also das geht eher inzwischen, ja, da so in diese Kupferrichtung von Swiss Bianco. Und ein braunes Stück habe ich dann noch. Das ist die Precious Alux Collection. Die hat eigentlich auch kaum jemand am Schirm. Aber, ja, jetzt ist das. Das ist eher ein so ein dunkelbraun als wie dieses grünbraun, terrabraun. Ja, als wie was anderes. Seht ihr das? Das ist ja, ja, ja. Und jetzt verändert man das Licht noch einmal ordentlich. Also, ich habe echt nichts gefunden, was ich da sagen könnte. Außer die Grünen. Die Grünen sind, warte, da tue ich die Kamera ein bisschen verändern. Die Grünen sind da natürlich ein doch eher näher als wie alles, was in diese kupferbraune Richtung geht. Es ist schwer faszinierend. Also, aber natürlich kann das Licht auch einen Unterschied machen. Und das werden wir jetzt rausfinden, indem wir mal abdrehen. Seht ihr das? Also umso dunkler es wird, umso brauner wird dieses Teil. Ja, also schwer faszinierend. Seht ihr das? Wenn ich das jetzt wegmache, ist es eher braun. Wenn ich das Licht wieder aufdrehe, ist es wieder grün. Es ist, jetzt drehen wir es wieder auf, es ist wieder grün. Jetzt ist es braun. Jetzt haben wir wieder grün. Jetzt haben wir braun. Ja. Und jetzt drücken wir mal die Lichtfarben durch. Ja. Es ist aber, auch wenn es so mittelhell wird, das Braun wird nicht anders. Ja, und jetzt warmweiß wird auch nicht anders. Es ist sehr faszinierend. Also es ist eine sehr faszinierende Farbe. Ja, also für mich von den Farben her, wenn ich es komplett kaltweiß hernehme,
dann spiegelt das die Farbe am besten im Video wieder. Also für mich ist das olivgrün. Und ja, die Menschen nehmen ja alle Farben anders wahr. Ja, das ist ja das Faszinierende. Also für mich ist ein Olivgrün vielleicht nicht das, was es für euch ist. Ihr seht es vielleicht anders. Aber für mich kommt es mit der Kamera ziemlich gleich. Ich kann das jetzt nochmal abdrehen, da ist es wieder braun. Ja, also ich hole nochmal kurz das andere Stück her, also kurz dranbleiben. Das eben am nähersten hingekommen ist und das ist und bleibt dieses Messer. Es ist jetzt wieder eher nicht, jetzt ist es wieder anders. Jetzt, das ist diese Farbe, zerstört ein bisschen meinen Kopf. Ja, jetzt passt es wieder, jetzt wieder nicht, jetzt wieder gar nicht und jetzt passt es wieder. Was soll ich dazu sagen? Also ich finde es total spannend, extrem spannende Farbe. Das will ich auch jetzt so stehen lassen. Ich werde jetzt die Messer noch wegräumen und dann werde ich mein finales Fazit zu dem 2024er Alox noch bekannt geben und dann will ich natürlich auch eure Meinung dazu wissen. So, die Messer sind wieder weg und jetzt gibt es mein finales Fazit zu der Limited Edition 2024. So, das sind alles nur so Flusal, wie wir hier in Österreich sagen. Ein bisschen hinzoomen werde ich da noch, dass ihr es ein bisschen näher seht. Genau, perfekt. Ja, was soll ich dazu sagen? Eine sehr interessante Farbe, die sich je nach Lichtverhältnissen total ändert. Wir schauen uns das gerne auch nochmal an. Einmal abschalten, ist es braun. In der Dunkeln, das ist definitiv, ist es braun. Ja? Einmal anschalten, ist es olivgrün. Heller wird es immer brauner. Umso heller die Farbe, umso dunkler, umso brauner wird es. Umso heller die Lichtfarbe, umso grüner. Also hier hat sich Victorinox was sehr, sehr Schönes einfallen lassen, wo man eben dann auch darüber diskutieren kann, welche Farbe hat das Messer. Mir gefallen sie ganz gut, aber da bin ich halt der Alox-Sammler unter uns, wie ihr das in diesem Video gesehen habt. Darf ja jeder selbst für sich entscheiden, wie und was. Auf jeden Fall, schaut bei mir im Shop vorbei, sind ab jetzt lieferbar. So wie bei ja, vielen anderen Händlern. In einigen Jahren bin ich mir ziemlich sicher, werden die nicht mehr zu dem jetzigen Preis gehandelt werden. Das Classic kostet, und das darf ich nicht vergessen, wie auch letztes Jahr 43 Euro. Das Pioneer X ist gleich geblieben auch bei 75 Euro. Und das Evoke, aka neues Hunter Pro, kostet auch wie letztes Jahr 129 Euro. Also da hat es keine Preissteigerung gegeben, was mich auch sehr, sehr freut, weil im Endeffekt wird eh immer alles teurer und da müssen nicht auch noch die Schweizer Taschenmesser jedes Jahr um 10% steigen oder was auch immer. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, bitte lasst mir unbedingt einen Kommentar da. Das würde mir sehr helfen, weil dann wird das Video eben auch weiter ausgespielt und mehr Leuten angezeigt. Und vor allem würde es mir helfen, dass ich endlich dann über meine 4000 Stunden kommen würde. Ich bin nämlich jetzt bei 1140 Abonnenten und bei einer Anschauzeit, also bei einer Viewtime von 3840 Stunden in den letzten 365 Tagen. YouTube will aber, also YouTube spielt auch Werbung auf meinem Kanal aus. Ja, das ist gang und gäbe ja mittlerweile, dass diese lästigen Werbungen kommen, außer man bezahlt für YouTube Premium. Und davon habe ich aber nichts. Ja, also YouTube ist da ganz eigennützig und behält sich das eben dann auch selbst. Sie spielen Werbung auf meine Videos, aber behält sich dann auch die Werbegebühr für sich selbst. Wenn ich jetzt über 4000 Stunden Aufnahmezeit hätte, könnte ich mich dann bewerben für das YouTube Content Creator Programm und würde dann eben auch, ich glaube, 2 Cent pro Werbungsausspielung bekommen, was natürlich meinen Channel dann wieder
finanziert und ich mir dann natürlich auch neue Messer kaufen kann darum. Also es hat niemand einen Nachteil davon, nur ich einen Vorteil. Und ich kann dann natürlich auch mehr Messervideos und bessere, vor allem bessere Messervideos produzieren. Deswegen lasst mir auch ein Abonnement da. Ein Kommentar wäre sehr, sehr nett von euch. Auch die Glocke unten abonnieren. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Falls ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare schmeißen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba.